Willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Heroes 6 und der Suche nach der unbekannten Träne mit Rylak. Unter Benutzung von Tuidanas Asche als Katalysator für ihre seherischen Kräfte haben die Gesichtslosen die von ihnen gesuchte Träne Aschas ausfindig gemacht. Eine Träne Aschas, die stark genug ist, die unsichtbare Bibliothek von Sheok zurückzuholen. Ein Portal durch die Geisterwelt hat Rylak und seine Truppen so nah wie möglich zur Träne gebracht. Jetzt müssen sich die Dunkelelfen die heilige Reliquie nur noch holen. Das wird bestimmt nicht leicht. Ich bin froh, dass ich noch mit den anderen beiden auf Level 15 gekommen bin. Und wir beginnen einfach mal die Mission. Wir bleiben bei unseren typischen Stats. Das ist schon gut so. Dann sind wenigstens die Gebäude günstiger. Wir haben ein bisschen Verteidigung. Nichts trocknet schneller als Tränen. Manasa, wir sind viele, aber wie ein Mann atmen wir die Asche deiner Tochter Königin Tuidana von Talat. Führe uns durch den Schleier von Raum und Zeit. Manasa, zeig uns die Träne. Ja, wir sehen, wir wissen. Manasa, gebt uns Stärke. Gebt uns die Kraft, durch die Geisterwelt zu wandeln und uns die Tränen zu holen. Ich muss sagen, das hat funktioniert. Mina, Bruder, es ist Zeit, dass ihr unser Volk führt. Ihr werdet weise regieren, viel besser als ich es je könnte. Ich weiß nicht, Rylak. Ich werde mein Bestes tun, aber ich warte mit Sehnsucht auf eure Rückkehr und die Wiedereinsetzung des Triumvirates. Vielleicht könnte Sorshan Sylsais Platz einnehmen. Sammelt die Truppen! Wir gehen durch das Portal! Und siehe da, keine Träne Aschas. Das wäre auch zu leicht gewesen. Die Träne hat eine starke Aura, Rylak. Näher konnte uns das Geistertor nicht bringen. Aber keine Sorge, sie kann nicht allzu weit entfernt sein. Neue Aufgabe, verfügbar Jäger der verlorenen Träne. Ich denke, mit Menan haben wir einen guten Herrscher ausgesucht und wir sind ja nur diejenigen, die unser Volk zu Ruhm und Ehre verhelfen. 57.500 Erfahrungspunkte gibt es dafür, dass wir tiefer in den Untergrund gehen. Na, das ist doch eine leichte und schöne Aufgabe. Das Schöne ist, dass wir beide Helden dabei haben. Dann geht schon mal nichts schief. Du gibst ihm deine Leute, wirst dann alles einsammeln, während er einfach voranschreitet und alles tötet, was auf dem Weg liegt. Wie viele Mana-Punkte hast du? 119. Ne, 190. Das ist okay. Wir verfolgen alles, was wir finden, denn wir brauchen die Blutreputation, um noch am Ende das zu bekommen, was wir wollen. Nämlich einen neuen Aufstieg. Wir haben sogar Gesichtslose in unserer Gruppe. Das ist Wahnsinn. Sehr schön. Zwei würden sterben. Was ist das? Greift die ausgewählte Einheit an und hält die Position. Ach so, ansonsten würdest du es so machen. Ja, sehr nice. Das gefällt mir. Ende der Diskussion. Okay, den Rest kann sie einsammeln, wir machen weiter. Noch einmal Erfahrungspunkte, alles mitnehmen. Sehr schön. Ah, der kommt ran. Perfekt. Ja, wir könnten gleich alle 6 weghauen. Und die 3 kriegen wir auch noch. Top. Top, die Watte quillt. So, die Frage ist, wo sollen wir lang? Nördlich
Oder eher südlich. Wir gehen erstmal südlich. 133 Frösche, die auf uns zuspringen. Ob dieser Kampf nicht doch zu gewagt ist, das kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Auf jeden Fall sind jetzt nicht mehr viele da. Wenn der Drache auch noch aufhaut, noch weniger. Ja, das ist nicht wild. Sehr gut gemacht. Das Einzige, was noch nicht so gut getimt ist in diesem Addon, ist der Kampf an sich. Also wenn der Drache auf einen zufliegt und sich vorne hinstellt und der kippt tot um und dann macht er erst seinen Feuerstrahl, dann ist das doof. Genauso wie er. Er fliegt hin, er fällt tot um und dann macht er erst seine Attacke. Das ist doof. Also blöd getimt, aber was soll's. Ich freue mich, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Das ist schon gut. So, den Rest kann sie einsammeln. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal irgendwie nach oben oder auch nicht. Sammel mal. Eventuell kriegen wir noch eine Festung. Aber jetzt kannst du mal oben gucken. Da gibt es nur Erfahrungspunkte und eine immervolle Geldbörse. Eigentlich auch nicht schlecht, aber die ist im Moment eher sinnlos. Rylak, ich habe abzählen lassen. Es fehlen einige Truppen. Ich weiß, dass sie mit uns durch das Geistertor gegangen sind. Und wo gelandet sind? In den Felsen? Zum Glück nicht. So funktionieren Geistertore nicht. Die Aura der Träne muss ihren Weg durch die Geisterwelt gestört haben. Sie sind irgendwo herausgekommen. Lebendig, aber verirrt. Die Aura der Träne. Sammelt alle, die noch übrig sind. Schnell! Neue Aufgabe verfügbar. Wissenschaft der Portale. Findet die vermissten Truppen. 0 von 2 Truppen gefunden. Aha, 2 Truppen sind also verloren, irgendwo in den Gängen. Irrtügel, verstreute Knochen, ein unerträglicher Gestank in der Luft und dazu diese unverkennbare Aura der Dunkelmagie. Ich würde alles darauf wetten, dass ich in der Nähe einer Skorpikor-Höhle bin. Oh Gott, das auch noch. Angreifen. So, das versuchen wir jetzt mal ohne Magie. Sehr schön. Die blockieren sich gegenseitig, das ist perfekt. Du könntest schon ran, aber nein, du wartest. Das sieht schon besser aus, aber du wartest trotzdem noch. Und du haust wieder ab. Na also, ach Mensch, wenn das nichts wird. Haben wir noch ein bisschen Magie gespart für den Fall, dass wir es brauchen. Und nehmen uns die Bewegungspunkte. Erfahrungspunkte nehmen wir auch dazu. Euch möchte ich nicht besiegen, aber die Skorpikore. Ihr kommt mit. Ihr seid die verschollenen Truppen. Kann das sein? Nein. Ihr kommt einfach so mit. Finde ich nett. Sehr nett. Aber die Frage ist, gehen wir jetzt östlich oder westlich? Wir speichern mal. Ach, brauche ich gar nicht. Wir können eh nicht mehr laufen. Ha! Okay. Alles mitnehmen, was wir finden. Das scheint kein großes Gebiet zu sein. Ich glaube nicht, dass wir hier viel entdecken werden. Guckst mal hier lang. Okay, egal wo wir lang gehen, wir kommen auf jeden Fall weiter. Das heißt, wir können auch genauso gut links rum. Scheint kürzer zu sein. Und es gibt irgendwo Gegner, die auf uns warten. Wir werden die bekämpfen, weil die noch auf einem Magiehügel stehen. Dann können wir uns gleich wieder mit neuer Magie ausrüsten. Wie weit kommt der? Der kommt bis ran. Na ja, gut, einer wird nicht ganz so viel Schaden machen. So sieht's aus. Geschafft. Traumhaft. Mhm. Wir holen uns erstmal die hier. Denn die beschützen einmal Angriff. Und Angriff können wir immer gebrauchen. In jedem Fall.
Ja, besonders stark sind wir nicht. Ihr müsst laufen, ihr könnt nicht zaubern. Umso besser für uns. Doch, die können zaubern. Mist! Dann hau die da weg, dass die nicht ganz so viel Schaden macht. Geschafft. Okay. Jetzt ab nach vorne. Ihr seid noch keine aufgestuften Drachen, könnt aber sehr weit fliegen. Das ist schön. Ja, erstmal gehen wir rauf. Sehr gut. Und dann du. Sehr schön. Auch wenn ich nicht so dringend Pipi müsste. Dann würde ich hier total abgehen. Ein Mana-Trank, den können wir auf jeden Fall gebrauchen. Was ist das? Altar der magischen Störung. Brauche ich im Moment nicht, denn jetzt müssen wir erstmal gegen die Vanisane kämpfen. Du darfst wieder alles einsammeln. Ein Skelett liegt hier noch rum. Du holst dir bitte auch einmal das Holz und Angriff und das Lagerfeuer. Die Ehrengarde, wer auch immer das ist. Und wen auch immer sie darstellt. Aber ich habe jetzt noch keine Leute gefunden, die wir mitnehmen sollen. Ich weiß ja nicht, wo die stecken. Bin schon froh, dass wir überhaupt ein paar Skorpikore gefunden haben. Gut, du kannst ran, machst die 13 weg. Perfekt. Und das war's. Ja, vielleicht kriegen wir noch ein Level up, dann sind wir wenigstens auf 16. Und hier gibt's noch ein Zwergenschild. Ich weiß nicht, können wir das überhaupt tragen? Ja, wir haben kaum noch Artefakte dabei. Wir könnten es tragen. Wir nehmen es einfach mal mit. Nein, nehmen wir nicht. Ich mag keine Windelementare. Ei. Hier ist das türkise Gebiet. Wir bekämpfen die hier. Weil wir dann auch noch ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Direkt hinter ihnen. So ist gut. Und jetzt kriegen wir das hin. Minus 13 Verteidigung, wenn er draufhaut. Das ist gut. Na, dann sammel mal den Rest ein. Alles, was hier noch so rumliegt. Und wir laufen hoch. Ja, auch die Püppi kriegt noch Erfahrungspunkte und schon laufen die ersten wieder los. Wo auch immer sie laufen, Erdelementare beschützen ein weiteres Artefakt, Kette der Vitalität. Kann ich die überhaupt anlegen? Ich glaube nicht, weil ich eine Giftviole trage, aber unsere Püppi kann die anlegen und von daher hole ich sie mir. Seid ihr nur im Dunkeln oder seid ihr aufgestufte Viecher? Nee, ich glaube, ihr seid nur im Dunkeln. Natürlich, jetzt ist die andere nicht dran. Ach, Dreck. So ist schön. Ne, geh mal auf die, dann sind die weg. Und ihr kommt bloß nach vorne. Nächste Runde. Abwarten. Das Tolle ist, dass ihr keine Gegenwehr habt. Gegen die. Na also, geschafft. Euch muss ich also besiegen, um weiterzukommen. Okay. Auch das ist in Ordnung.
So ist schön. Gewonnen. Tja, so kann's gehen, meine Lieben. Und da haben wir eine Festung. Natürlich sind wir nicht die Einzigen, die hinter der Träne her sind. Die Naga müssen schon seit Jahrzehnten hier sein. Und ich dachte, der Kreuzzug des Herbstwindes sei schon lange vorbei. Warum sind sie nicht nach Ashima zurückgekehrt? Neues Ziel verfügbar. Erobert die Naga-Stadt. Das werden wir tun. In der nächsten Runde. Bereits besucht. Jo, die Kette gehört dir. Alles andere nehmen wir mit, damit wir die Stadt gleich konvertieren können. Ah, und da sind noch welche. Wie stark bist du? Du bist tödlich ihr gegenüber, das ist mir klar. Niedrig ihm gegenüber. Wir holen erst die Leute. Und dann holen wir uns die Stadt. Schön die Mana sparen. Jo, auf ihn. Ach, guck mal. Schon geschafft. Und dann kriegen wir Augen. Oh, endlich. Ihr seid jetzt frei. Kommt, suchen wir eure Kameraden. Retten. Wir suchen die Kameraden. Gleich jetzt kämpfen wir erst einmal. Jetzt haben wir noch mehr Fernkämpfer. Das wird uns bei der Festung ordentliche Dienste leisten. Ich hoffe bloß, die Türme sind nicht da. Nee, es gibt keine Türme. Sehr gut. Feuerball auf die da. Ja, war mir klar. Du gehst schon mal nach vorne. Du auch. Greif mal das Tor an. Ja, abwarten. Gut, dann gehen wir als erstes auf die da. Du gehst auf die. Dann stirbt in der nächsten Runde noch eine. Und du gehst nach vorne. Vielleicht kommst du schon rübergeflogen. Ja, war klar. Meine armen Manticore. Aber die sind ein gutes Kanonenfutter. So, jetzt ist er schon mal nicht mehr zuerst dran. Jetzt sowieso nicht. Erst die Gegenwehr, dann sind die dran. Okay. Nummer 1. Und Nummer 2. Geschafft! Die Festung gehört uns. Und wir können sie auch gleich konvertieren. Das Überleben meines Volkes steht auf dem Spiel, Iris. Treibt die Köpfe der 10 wichtigsten Familien dieses Dorfes zusammen, schnell. Auf Lanzen oder in Säcken? Wieder noch. Noch auf ihrem Körper, wenn ihr die Güte hättet. Wenn wir Antworten von ihnen wollen, müssen sie noch in der Lage sein zu reden. Und der Rest? Die Starken wandern als Sklaven in die Kristallminen. Die Schwachen sind Geiseln als Faustpfand. Sie können freikommen, wenn wir die Träne haben. Genau. Neues Ziel verfügbar. Erobert 2 Naga-Städte. Das machen wir demnächst. Ich danke euch fürs Ansehen. Ich gehe jetzt erstmal pipi. Bis gleich.